Keine Chance. Die Klinke fehlt und ich bekomme die Finger nicht in die Ritzen. Okay. Ofen. Ist da vielleicht irgendwas drin? Wer weiß, wer weiß. Ja, ich könnte jetzt die Herdplatte. Kann man das kombinieren? Öl ins Feuer zu gießen gehört nicht zu meinem Fluchtplan. Aber es ist ein integraler Bestandteil von Plan B. Oh, schade eigentlich. Hätte doch ganz gut gepasst. Ein Haufen Zettel. Ich könnte die Zettel einfach unleserlich machen. Aber wozu? Ich lese sie ja eh nicht. Man könnte die verbrennen. Was? Okay. Waschmittel in den Topf Wasser. Was mache ich jetzt mit diesem Waschmittel? Das Öl ist so ranzig, das kann ich mir höchstens noch in die Haare schmieren. Das Beste daran ist die Dose. Die Socken kann man sicher kombinieren. Das sind immerhin schon mal zwei Socken. Aber ich brauche ein paar. Ich will ja nicht wie ein Idiot rumlaufen, wenn ich nach Elysium komme. Ach was. Ach was. So ein Seitenschneider ist doch eigentlich ein ziemlich nutzloses Gerät. Warum wollte ich den bloß mitnehmen? Kann ich die Zettel verbrennen? Die Zettel verbrennen? Keine schlechte Idee. Jetzt brauche ich nur noch die richtige Feuerstelle und auf geht's. Dann nehmen wir das Handschweißgerät. Um den Ofen anzuzünden, bräuchte ich erstmal was Brennbares. Aha, okay, gut, dann kommen zuerst die Zettel rein, oder? Ja, ja. So. Und rein damit. Weg mit dem Mist. ich find das so genial. Und anzünden die Ware. Bam. So. Okay, jetzt können wir das kochen, würde ich sagen. Was zum Teufel? was? Autsch. Verdammt, das ist ja heiß. Ach ja, ach nee, wirklich. Ja. Und jetzt? Jetzt Öl rein, oder was? Ich finde bestimmt einen besseren Platz, um das Altöl zu entsorgen. Die Trinkwasserversorgung zum Beispiel. Oh. Oh, das klingt gut. Das klingt echt gut. Ich mach das vielleicht sogar noch. Ja, ich brauche irgendwas, um den Topf anzuheben, wenn er zu heiß ist. Sowas wie Handschuhe wäre nicht schlecht, oder? Aber für was können... Oder die Hausapotheke, kann man die irgendwie vielleicht öffnen? Den Schlüssel muss wohl Toni... Ah nee, achso, nee, Toni hat ja den Schlüssel, stimmt. Stimmt, was ist das überhaupt für ein Weibername? Toni. Ziemlich unpassend, aber naja. Ich kann... Mein Koffer zumachen und öffnen. Geil. Nee, die Frage ist jetzt, wo tue ich das Öl rein? Ehrlich gesagt, in die Versorgung. Nee, das muss ich mal ausprobieren. Geht das? Oh, schade. Und weg damit. Was bringt mir das jetzt genau? Boah, was für eine Plörre. Ach so, nein, ich bin dumm, damit ich hier die leere Dose habe. Verstehe. So, jetzt nehmen wir mal die leere Dose mit dem Topf. Das Trinkwasser ist so brackig, die Sachen werden sauberer, wenn man sie nicht wäscht. Stimmt, kann ich die Socken vielleicht waschen? Nope, keine zweite Socke. Oh, nee, das meinte ich nicht. Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich Kochwäsche. Nee, oder? Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass das geht, aber okay. Muss ich jetzt die anderen Socken... Oh, eine Gabel, habe ich gar nicht gesehen. Her damit. Eine Spüle. Boah, was für eine Plörre. Ja, wo gibt es denn die andere Socke? Da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Aber ohne Behälter sammle ich die jetzt nicht auf. Ah, dafür die leere Dose? Da sind scheinbar noch ein paar Wasabi... Oh Mann. Ach, das ist der Proviant, oder?
Ich schätze, die sind noch gut als Reiseproviant. Ach nö. Oh nö. Oh Mann. Okay, rausfischen mit der Gabel. Na, holla! Die Socke hat sich verfärbt. Was? Wer hätte das gedacht? Aber ja. Wo ist die andere? Hm, klarer Fall von subtraktiver Farbmischung. Okay. Oh nein, nein, meine grüne Socke. Ich brauche jetzt eine zweite grüne, aber wo finde ich die? Kühlschrank habe ich schon nachgeguckt. Keine Chance. Die Klinke. Geräusche von ihm, diesen Schlimm. Die Kammer geht nicht mehr auf, seit die Klinke fort ist. Toni war sauer, aber ich brauchte das Ding für die Luke meines Ort-zu-Ort-Transporters. Der Apparat war schon instabil genug, ohne dass da Fliegen reinspazieren konnten. Hm. Seitenschneider. Keine Chance. Ich komme damit zwar in die Ritzen, aber ich habe nicht genug Hebel. Okay. Stimmt, wie kriegen wir eigentlich die Zahnbürste? Mit dem Seitenschneider. Nein, die Ecke war mal ein gutes Versteck. Aber mittlerweile schaut Toni da als erstes nach. Ach so, nee, was machen wir denn? Also Reiseproviant haben wir jetzt? Nee, im Spind habe ich ja schon nachgeguckt. Da ist ja nichts mehr. Ich brauche jetzt eine zweite grüne Socke, so wie es aussieht. Pömpel. Okay. Was kann ich denn damit bitteschön machen? Nein, die Ecke, aber mit... Soll ich das jetzt echt da reintun? Da gibt es leider nichts zu pömpeln. Schade. Wo ich doch so gerne pömple. Schade. Das wäre geil gewesen. Spüle? Da gibt es leider nichts. Schade. Wo könnte ich denn das brauchen? Das ist eine gute Frage. Mehr ist wohl nicht zu reicht. Oder kann ich die Socke da wieder reintun? Genug gewaschen. Sonst meldet sich mein... Ja. Oder habe ich irgendwas übersehen? Irgendetwas? Ah ne, stimmt. Vielleicht ist der Schlüssel ja in dem... Ah ne, ich komme da einfach nicht rein. Okay. Ja, die will er ja nicht öffnen. Kann ich da mein Zeug da schon mal reintun? Reiseproviant. Ja, Tatsache. Proviant? Check eine für sofort und eine für unterwegs. Seitenschneider. Seitenschneider, warum auch immer, check. Hier. Ach so, die Wasabi ist grün, verstehe. Ja, aber ich bräuchte ja trotzdem eine zweite Socke. Ich sollte sparsam mit meinem Proviant umgehen. Die Reise wird lang. Keine Chance, dass so viel hat. Ich mag mein... Ist so ein Tick von mir. Das könnte nützlich werden. Nee, das, der guckt ja nur wieder raus, oder? Ja, ah, ja, ja, das brauche ich nicht. Es läuft doch immer... Es läuft mit derselben Müll im Fernsehen, jojo. So, ich bin blöd, ich weiß nicht, was machen. Irgendwas mit der Spüle vielleicht. Boah, was für eine Plörre. Nee. Mantel habe ich auch schon nachgeguckt. So, wo gibt es nichts mehr? Alte Kau. Schade, dass hier kein... Gibt's ja nichts mehr. Mehr ist wohl nicht zu holen. Reicht ja. Ich mag meine Wasabi. Ist so ein Tick von mir. ach ja, verdammt. Was könnte ich denn noch machen? Autsch. Das ist ja heiß.
Ja, ich glaube, den Topf kann ich nicht mehr benutzen. Ich bräuchte jetzt eben so eine Art Hebel oder sowas. Aber ein Pömpel sicher nicht. Was? Alter, ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja nicht, es funktioniert ja wirklich. Die Maus ist schon vor langer Zeit abgehauen, was nicht heißt, dass ihr Plan besser war als meiner. Autsch. Da stecke ich meine Hand garantiert nicht nochmal rein. ach so. Damit vielleicht hier. Nee, das funktioniert doch nicht, oder? Ohne den richtigen Köder wird das wohl nicht. Einer Wasabi. Was zum Jetzt kann das Teufel? Mistvieh was erleben. Oh Mann, okay. Da. Eine schöne Falle. Komm zu Papa. Hab sie. Die wird ganz schön leiden beim nächsten Zähneputzen. Jetzt haben wir unsere Zahnbürste. Geil. Okay, gut. Zahnbürste hätten wir damit auch. Tun wir sie direkt mal hier rein. Zahnbürste, check. So, aber wo finde ich jetzt eine zweite Socke? Oder kann ich Ich die rein? sollte erst das passende Gegenstück. Ich will ja nicht wie ein Idiot. Ja. Hab ich mir schon fast gedacht. Hab ich mir schon fast gedacht. Alte Fluchtpläne. Ach, meine alten Fluchtpläne. Oh Einige Mann. davon waren nicht übel. Wo gibt es noch eine Socke? Wo gibt es noch eine? Nein, da gibt es nichts mehr. Vielleicht noch mal Mehr was ist im. wohl nicht zu reichen. Okay, mehr gibt es auch nicht im Mantel. Da soll Toni noch mal sagen, ich tue nicht genug für den Haushalt. Ich sehe gar nicht keine ein, warum ich Ahnung. den Abwasch mache. Toni hat. Das ist eine gute Frage. Wo finde ich eine verdammte zweite Socke? Da kann ich sicher nicht rein, oder? Also hinters Haus kann ich auch nicht. Ich habe nur dieses Handschweißgerät. Und natürlich die Liste, aber. Ja, eben, es fehlen hier nur noch die Es Socken. fehlt nur noch ein paar Socken. Toilettentür. Hier haben wir ja auch schon eigentlich alles angeguckt. Ja, das war alles. Waschbecken. Toni sagt, ich bin dran, das Bad zu putzen. Das ist einfach nur unfair. Sie ist nie dran. Dabei warte ich schon seit Wochen. Gibt's hier irgendwelche Schubladen oder so, die ich mir angucken kann? Fernrohr, Koffer, alte Fluchtpläne, Truhe. Truhe will er ja nicht öffnen, wahrscheinlich.